So, Leute, da sind wir wieder. Der Prinz wirkt nachdenklich, ist aber auch kein Wunder. Wir befinden uns nämlich hier in der Bibliothek des Wissens oder der Ort des Wissens oder das Klo des Wissens. Ich habe keine Ahnung, wie dieser blöde Ort hier heißt. Ich weiß nur, oha, dass wir hier ein bisschen was verschieben müssen. Mein Gott, ihr seid. Ihr Königreich wurde unterworfen. Sie hat nichts mehr, niemanden, der sie beschützt. Sie braucht mich. Ich kann es in ihren Augen sehen. Alles, was ich tun muss, ist, ihre Hand zu nehmen. Und sie ist mein. Warum rede ich eigentlich mit mir selbst? Das frage ich mich auch. Meine Güte. Oh Gott. Oh Gott. Also Prinz, zeig mal ein bisschen Eier. Mach mal irgendwas. Was Sinnvolles, bitte. Oh. So. Haha. Wie Mario in unserem anderen Projekt sagen würde. Tja, wie komme ich da auch? Eine neue Waffe. Neues Schwert, das ist die Arbeit mir wert. Muss ich nur noch hochkommen. So. Ah. Jetzt weiß ich, woher die Idee hatten für die Turmklettereien. Aus Assassin's Creed. Ah. Oh Gott. Dem Bücherregal stimmt etwas nicht. Quatsch, völlig normal. Habe ich bei mir in der Wohnung auch. Bleibt dort, ich komme zu euch. Bah. Na gut, da kann ich gefahrlos hoch. Bah. Die steigern sich, jetzt sind sogar zwei Stück übereinander. Eieiei. Ja, oh Gott, hau ab, haut ab, weg, pfui, aus. Gott, bin ich Batman oder was? Das nennt man Sonnenlicht. So, gut, in die Richtung werde ich wohl nicht gehen müssen, aber vielleicht in diese. Das war der falsche Weg. Oh.
Ja. Hört euch das an. Was vermag die Vernunft im Vergleich zur Liebe? Nicht Leben. Wenn ihr leben wollt, sterbt aus Liebe. Sterbt aus Liebe, wenn ihr am Leben bleiben wollt. Was will uns der Autor damit sagen? Ich dachte, es gefällt euch. Wenn ihr euch nützlich machen wollt, findet ein Buch, das beschreibt, wie wir hier rauskommen. So geht das Spiel nicht. Spiel? Sie glaubt, das sei ein Spiel. Wieso muss ich, ausgerechnet ich, mit zwei notgeilen Teenagern einen Palast von Sanddämonen befreien, beziehungsweise die Welt vom Sand der Zeit retten? Versucht, das Symbol an der Wand zu treffen. Was glaubt ihr, was ich hier mache? Ich dachte, es gefällt euch. Was will der Autor uns damit sagen? Ich werde irgendwann einschlagen. Ich werde irgendwann jemanden schlagen. Bleibt dort, ich komme zu euch. Ja. Nun? Da ist noch ein Symbol. Erinnerst du dich über dem Bücherregal? Sind wir jetzt schon beim Du angekommen, oder was? Diese. Da! Könnte ich ein paar Sanddämonen auftauchen, bitte? Gut, lasst euch Zeit. Ich lese derweil ein Buch. So, geht's da raus? Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich mit dem Ding da raus muss. Warte mal, muss ich den jetzt herziehen? Das könnte funktionieren. Das könnte funktionieren. Aber der Moment, der geht nach vorne, stimmt's? Nein, es funktioniert. Bisschen zu mir.
mir Waffe. Vorsichtig und trotzdem verletzt. So. Oh ja, das Ding sieht gut aus. Und natürlich passt es da hinten rein. Und wo ist die alte Waffe? Ich würde die Waffe gerne mal ausprobieren. Kann bitte mal das ein oder andere Sandmonster kommen? Vielen Dank. Oh. Na, das sieht doch mal interessant aus. Das war ein guter Trick. Eieiei. Genau. Moment. So, das war der letzte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also wenn das Spiel die ganzen Kamerafahrten und Stops und alles nicht hätte, dann wäre es um einiges kürzer, glaube ich. So. Man kann das Ding irgendwie nach oben bewegen. Schaut, ob ihr einen Schalter findet. Was macht euch glauben? Egal. Aha, Vision. Es geht nach oben. Überraschung. Aua. Wieso endet die Vision eigentlich meistens damit, dass ich auf irgendeine Art und Weise verrecke? Das ist nicht sehr aufbauend. Die Halle der Lernenden. Ach so, nicht die Halle des Wissens. Ach doch, die Halle des Wissens. Die Bibliothek des Wissens. Wie bin ich auf diesen blöden Namen gekommen? Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Hier ist einer. So, mal sehen. Noch nicht. Lasst mich erst auf die Plattform. Mal sehen, ob wir das Rätsel in dieser Folge noch knacken.
Ah. Okay. Gut, mal schauen. Nö. So, Sprung, Sprung. Ich sehe es von hier aus, ehrlich gesagt, gar nicht. So, versuchen wir das mal. Ich verliere da jedes Mal Lebenspunkte. Okay. Okay. Wie soll ich denn das jetzt noch machen? Jetzt soll ich das den ganzen Quatsch wieder machen, oder was? Alles nur eine Frage des Timings, ey. Furchtbar. So. Jawohl. Das Tor ist offen. Prinz, wenn ihr da jetzt loslasst, geht das nicht gut aus für euch. Sag mal. Ah. Ich komme! Der Kerl ist verrückt. Keine Zeit zum Rumalbern, oder was? Lasst uns erst den Korridor überprüfen. Na gut, ihr nehmt den Spalt.
du Scheiße. Ich bin hier oben. Versuch den Hebel dort. Ich trinke mal noch einen Schluck. Ach klar, geht so, soll so weitergehen, warum nicht? Versucht, was kann schon passieren? Geht doch. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ah. Ich treffe euch auf der anderen Seite des Tors. Vorsicht! Ihr solltet aufpassen. Okay. Okay, 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 okay. Komm, das Tor machen wir jetzt noch. Natürlich. Was auch sonst? Hier bin ich. Das Tor geht nicht auf. Quasi null Lebensenergie. Klar, nur die Elite-Soldaten. Was soll dann auch passieren? Ich hab's geschafft. Sehr cool. So, da kann ich ja jetzt gerade noch einen kleinen Schluck genießen. Und mich dann auf zu diesem Punkt machen. So, Observatorium, 71%. Oh, es geht stetig und rasch voran. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Genau, an dieser Stelle wieder. Also macht's gut, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.